Ja, ich freue mich sehr. Claire, das reimt sich sogar. Hallo Claire, ich freue mich Ja. sehr. Wir treffen uns heute zum Zooming. Ich würde dich gerne vorstellen, du bist PR-Beraterin, Coach, du machst ganz viel. Du kennst eigentlich die ganze Klaviatur des PR und der Öffentlichkeitsarbeit. Und du hattest die großartige Idee, nämlich einen Workshop vor der Berlinale anzubieten. Ich Genau. mal ganz kurz irgendwie so einen kurzen Abriss. Du warst bei RTL ganz lange als Fernsehreporterin, warst sozusagen auf roten Teppich, hast Interviews gemacht, hast für Warner und für Netflix Pressearbeit für Serien und internationale Filme, also genau für den ganzen internationalen Markt gemacht. Und bis seit einigen Jahren, ich glaube seit 2 Jahren, Genau, zwei. hast du eine eigene Presseagentur oder Presseberatungsagentur, vertrittst Leute, Unternehmen oder Firmen, Produktionsfirmen und Projekte. Da kannst du jetzt vielleicht mal. Schauspieler und Künstler quasi, ja. Genau, Künstler. Nicht nur SchauspielerInnen, sondern Genau. in allen Bereichen. Erzähl doch mal so über deine aktuelle Arbeit vielleicht auch. Ja, da könnte man, glaube ich, noch 5 Stunden erzählen, weil letztendlich das sehr, sehr viel beinhaltet. Aber grob gesagt freue ich mich einfach an der Seite von so ganz vielen tollen Menschen zu sein, die Lust haben, mit mir eine Vermarktungsstrategie aufzubauen, sie vor allem in Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und zu unterstützen. Und ich mache das halt sehr, sehr individuell. Also bei mir gibt es keine 0815-Projekte, die ich quasi auf alle anwende, sondern gucke, wer ist der Künstler, wer ist die Künstlerin, in welchem Bereich geht sie eher, wo möchte man zusammen hin, wo vielleicht auch nicht. Und das ist eine ganz sehr, sehr intensive und persönliche Arbeit und freue mich immer wieder dabei zu sein und vor allem jetzt auch, dass die Berlinale wieder ansteht. Ist ja noch das erste Mal jetzt auch nach der ganzen Corona-Zeit wieder in Präsenz und freue mich ganz doll, weil in meiner RTL-Tätigkeit damals ich auch schon ganz oft auf dem roten Teppich stehen durfte, Interviews mit wirklich ganz tollen, hochkarätigen Leuten führen durfte und dadurch auch sehr viel gelernt habe, was ich jetzt auch gerne weitergeben möchte und auch immer weiter gebe. Perfekt. Ich glaube, diesen Workshop haben sich 1000 Schauspieler schon vor Jahren gewünscht. Jetzt kommst du mit der Idee. Ich fand es großartig. Ich habe sofort mich Ja. gesagt, auf jeden Fall machen wir das. Ja. Also, es geht darum, ja, mal so ein paar Punkte schon mal vorab angesagt. Ich gebe mal einen kurzen Abriss und dann fangen wir an, Fragen, vielleicht auch noch mal ein bisschen näher reinzugehen. Also, wie kommt man an die Einladungen ran? Wo informiere ich mich überhaupt als Künstler? Wo kriege ich ein Outfit her? Was hat man noch? Was mache ich auf dem roten Teppich? Wie gehe ich mit Fotografen um? Interviewtraining und Netzwerken. Also das Netzwerk, genau. alles kriegen wir in einem Workshop am 15.01. Richtig, Ganz genau, genau, ja. nochmal, aber vielleicht Ja. gibst du da nochmal einen kurzen Einblick. Ja, gerne. Wir können ja mal so die einzelnen Punkte quasi durchgehen. Ich glaube, grundsätzlich ist erstmal die Idee entstanden, weil meistens ist es die Berlinale um und viele sagen, ach, du warst auf dem Event, wow, du hattest das Outfit an, wie du dich da im Interview behauptest, warst toll. Und man selber fühlt sich dann irgendwie so unangenehm berührt, weil gefühlt hätte man es doch auch besser machen können. Und aus diesem Impuls heraus haben wir ja gesagt, komm, das wäre doch irgendwie total toll, wenn wir jetzt mal proaktiv quasi diesen Workshop anbieten und vor allem Leute unterstützen, die damit noch nicht so viele Erfahrungen gemacht haben. Und ich glaube, in dem Wort Proaktivität ist eigentlich ja der Kern begraben, sagt man das so? Nee, der. Der Kern. Ja, liegt der Knackpunkt so. Ich bin auch immer nicht so gut mit Sprichworten. Weil Proaktivität, glaube ich, damit einherrührt, dass man erstmal grundsätzlich die Entscheidung treffen sollte, möchte man Teil der Berlinale sein, ja oder nein? Möchte man sich sehen lassen auf dem roten Teppich, auf Veranstaltungen? Möchte man fotografiert werden? Möchte man sich vorbereiten? Möchte man einfach Teil dieses für mich persönlich unsagbar tollen Festivals sein. Und dann besteht einfach die Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe mich bewusst dafür entschieden, also schaffe ich jetzt auch Awareness. Das ist einfach ein ganz, ganz großer Punkt, den ich in jeglichen Situationen meinen Klientinnen immer mit auf den Weg gebe. Wenn ihr etwas möchtet, dann sprecht darüber. Also auch im Privaten muss man auch einfach mal seinen Mund aufmachen und sagen, hey, ich würde mir wünschen, dass.
Und genauso empfehle ich das halt auch eben Richtung Berlinale, dass man in seinem beruflichen Netzwerk dann vor allem mit Produzenten, mit Casterinnen, mit Freunden aus der Branche, mit vielleicht Marken, mit denen man sogar kooperiert, einfach mal sagt, hey du, ich habe mich entschieden, möchte 2023 bei der Berlinale stattfinden, dass du schon mal weißt, wenn du Einladungen hast, kannst du vielleicht an mich denken, kannst du mich darüber informieren. Das ist so, sage ich mal, der wichtigste Punkt, glaube ich, weil es gibt Landesvertretungen, es gibt Marken, es gibt Produzenten, es gibt Verleihe, die einfach tolle, große Veranstaltungen machen. Man kennt auch nicht alle Veranstaltungen meistens immer. Bei mir ist es auch so, es trudelt halt einiges rein, aber ich persönlich muss mich auch nicht darauf ausruhen, sondern muss proaktiv gucken, wo will ich mit meinen Leuten hin? Und genau das sollte sich vielleicht jeder jetzt schon überlegen. In welche Richtung möchte ich steuern? Möchte ich jetzt in Anführungszeichen eher der Partyhopper sein, der auf den coolen Partys ne, irgendwie da connectet? Oder möchte man eher in die Schauspielrichtung gehen? Möchte man auf den Produzentenfesten sein? Möchte man vielleicht mit seinen Marken, mit denen man vielleicht sowieso schon kooperiert oder kooperieren möchte, da Teil werden? Das ist jetzt schon, glaube ich, eine grundsätzliche Entscheidung, die man langsam treffen könnte. Das erste ist, set an intention, setz dir eine Intention. Wofür Genau. willst du die Berlinale für dich nutzen? Und Genau. Tickets kriegt man ja jetzt schon überall. Also die Berlinale-Seite ist schon online. Es gibt auch während der Berlinale viele Veranstaltungen, die ohne Einladung oder ohne persönliche Einladung stattfinden. Auch darüber kann man sich informieren. Das wirst du alles im Workshop erzählen. Genau. Dann Möglichkeiten, wie man ein Outfit, ein gesponsertes Outfit kommt. Genau. Da stehen die meisten immer wieder Ochs vorm Berg und fragen sich, wie es sein kann, dass so viele Leute an so großartige Outfits kommen. Und ich sag mal, ohne das zu schmälern, ist es eigentlich relativ einfach, weil da gehen wir natürlich noch im Detail im Workshop ein, aber es gibt grundsätzlich Fashion-Agenturen, die sich darum kümmern, zu denen man Kontakte aufbauen kann. Es gibt Designer. Es gibt auch ganz tolle individuelle Labels, die sich freuen, kontaktiert zu werden, dass man sagt, hey, ich habe Event XY, ich suche gerade was, hast du Lust, mich auszustatten? Ich werde fotografiert. Das, ja, da werden wir auf jeden Fall euch Möglichkeiten bieten, dass ihr da auf jeden Fall eine, genau, eine Zielsetzung habt. Und Thema Fotografie ist ja auch bei uns noch ganz groß geschrieben. Genau, die Fotografen, also letztendlich der Umgang mit den Fotografen und auch auf dem roten Teppich, was der letztendlich. Tatsächlich, ja. Ich weiß aus Erfahrung, dass es eine Riesenherausforderung ist für ganz viele KünstlerInnen, sich auf dem roten Teppich zu bewegen, beziehungsweise erstmal den Schritt auf den roten Teppich zu setzen. Viele wollen immer gleich hinter der Wand huschen oder sagen, Mensch, ach, nee, muss jetzt nicht sein, ich gehe lieber auf die Party. Aber wenn es ums Thema Selbstvermarktung geht, dann empfehle ich, geht diesen Schritt auf den roten Teppich. Und ein wirklich großes Herzensthema sind für mich wirklich die Fotografen. Ich kenne es aus der Erfahrung, als ich noch am Teppich selber stand. Es ist sehr wuselig, es wird geschrien, es ist teilweise auch schon angsteinflößend für Leute, die das nicht Ja, kennen. und sich auch dann Aber den Raum und den Space und die Zeit zu nehmen, da wirklich mal genau. nicht irgendwie kurz durchzuhuschen. Absolut, genau. Das klären wir ja quasi alles im Workshop. Wer mit uns den Präsenzworkshop macht, der kriegt ja sogar ein kleines Guiding vor Ort, wie man sich vielleicht positioniert. Da gibt es auch viele Tipps und Tricks, die den Fotografen auch helfen, weil, wie gesagt, mein Herzensthema, ich sage immer, dass die für mich persönlich und auch für meine Leute, die Fotografen wirklich die wichtigsten Personen, Thema Selbstvermarktung auf dem roten Teppich sind, weil sie machen Fotos. Und Fotos sind für die Öffentlichkeit bestimmt und tragen zu einer Außenwahrnehmung bei. Und deshalb war mir der Punkt ganz wichtig, dass wir den erklären und dass vielleicht auch Leute, Schauspieler, KünstlerInnen ein bisschen die Angst davor genommen bekommen. Apropos Angst, auch vor Interviewsituationen, da gibt es auch eher eine Scheu davor, vor allen Dingen, wenn man noch nicht ganz konfirm ist oder vielleicht das erste Mal einen Film mit präsentieren darf. Da gibst du auch mehr Sicherheit, vor allen Dingen, dass auch nicht jede Frage beantwortet werden muss und ein paar Go's und Genau. No's.
Ja, ich strahle bei dem Thema auch immer so, weil ich ja selber als Interviewerin damals in der tollen Position war, auch Künstlerinnen Geheimnisse rauszuzerren. Und da sind mir wirklich ganz viele tolle Sachen begegnet und auch Sachen, die ich jetzt einfach immer so als Learning mitnehme und meinen Künstlern sage. Und eigentlich bereite ich vor jedem großen Pressetag meine Leute darauf vor und erkläre, mit welchen Tipps und Tricks man sich einfach das Interview zu eigen machen kann. Weil viele gehen in meine Interviews rein und denken, ach, mal gucken, was da kommt. Nee, du kannst es zu 70% vorbereiten und für die letzten 30% gibt es einfach Tipps und Tricks, wie man sich aus unangenehmen Situationen rausschlawinern kann, ohne dass der Interviewer den Eindruck erweckt, oh Gott, mit der möchte ich auf jeden Fall und mit dem nie wieder reden, weil auch bei den Interviews geht es ums Thema Selbstvermarktung. Du hinterlässt, wie du die Interviews führst, einen Eindruck von dir. Und wenn du einen guten Eindruck hinterlässt, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du, ich nenne es mal als Experte oder als Expertin, vielleicht nochmal angefragt wirst. Oder wenn du einen weiteren Film, ein weiteres Projekt hast, dann heißt es, ach Mensch, das war doch damals so nett, mit der möchte ich oder mit dem möchte ich nochmal sprechen. Und deshalb, glaube ich, habe ich schon ganz vielen Leuten die Angst, genommen und ein Verständnis gegeben, warum Interviews, vor allem in der Hand der KünstlerInnen selber liegen. Das kann ich nur bestätigen. Ich kann mich selbst überzeugen. Ich durfte mich selbst überzeugen. Dann noch ein Thema, was sehr unbequem für viele Künstler ist, Networking. Ja, genau, da gehen wir auch drauf ein, weil viele, glaube ich, meistens immer so über Veranstaltungen pushen und das Ziel ist es, möglichst viele Visitenkarten einzusammeln. Und da bin ich absolut nicht der Fan von, weil Qualität steht natürlich über Quantität. Deshalb sollte man sich, kleiner Spoiler, schon vielleicht vorab überlegen, was ist das für eine Veranstaltung, auf der ich da bin? Wer könnte da vielleicht sein? Kriege ich vielleicht irgendwie die Gästeliste vorher, über Bekannte, über ja, die Veranstalter vielleicht? Und dass man sich dann überlegt, wer könnte potenziell denn dazu beitragen, dass ich den Abend ja, mit einem Qualitätsnamen irgendwie verlasse auf der Visitenkarte, sodass es einfach sinnvoll ist, ja, da sich vorfällt, ein bisschen zu organisieren und da nicht ganz. Ja, wie Und so vielleicht, ein. welchen Eindruck hat man hinterlassen bei dieser Person und nicht nur die Ja, Visite? richtig, genau. Es geht auch natürlich darum zu erklären, wie hinterlässt man einen guten Eindruck, wie startet man vielleicht ein Gespräch. Da kam auch in anderen Workshops immer die Frage, was mache ich, wenn ich schüchtern bin, was ja völlig legitim ist. Wie schafft man es dann, auf Leute zuzugehen? Das würden wir dann auch im Workshop ein bisschen erörtern und Hilfestellung dafür geben. Reichhaltig. Ja, ich Ja. freue mich sehr drauf. Ich werde dabei sein. Ich auch, ja. Gut, liebe Claire, vielen Dank für den Einblick und dann Gerne, spätestens. gerne. Ich freue mich auf jeden Fall. Schön weitererzählen und auch ein tolles Weihnachtsgeschenk übrigens, by the way. Absolut, Ist genau. wirklich Sinnvoll und nützlich. Nee, nützlich und naja. schön. Nützlich toll, einfach. Einfach super. Vielen Dank, liebe Bo. Ciao.